Künstleraktion Lebenszeichen. Alle Künstler, die bei uns waren, wurden von uns angeschrieben. Es wurde gebeten, darum ein kleines Video zu drehen. In dem Video sollten sie berücksichtigen oder sollten sie erklären, wie gehen sie mit der Pandemie um? Wie war das Jahr für sie? Ein Jahr ohne Auftritte, ein Jahr ohne Einnahmen möglicherweise. Wie überlebt man das? Wir wollten gerne ein Bild einfangen, den Künstlern gleichzeitig eine Plattform bieten, nochmal auf sich aufmerksam zu machen, um halt jetzt in dieser sicherlich schwierigen Zeit auch nochmal nach Möglichkeit ein paar CDs zu verkaufen, ein paar T-Shirts, ein bisschen Merchandise. Sensationelle Videos zunächst mal. Wir waren echt geflasht. Lustig, traurig, nachdenklich, mutmachend. Alles war dabei. Ja, überrascht hat mich überhaupt die rege Teilnahme. Also die Liste der Künstler, die hier in Sonsbeck für uns was gemacht haben, ist ja tatsächlich schon überraschend lang. Ja, dennoch war das so, dass also tatsächlich über 20 Künstler teilgenommen haben und das war toll. Von den unterschiedlichen auch Genres, nicht? Also da waren Comedy-Sachen, da waren musikalische Sachen. Es war echt irre und wie viel Mühe man sich auch gegeben hatte. Mir hat Joachim Henn sehr gut gefallen, diese gesamte Situation, wo er da auf seinem Trainingsrad in seinem Wohnzimmer sitzt und das alles nochmal so ein bisschen Revue passieren lässt, wirklich sehr, sehr schön auch die Situation karikiert fast, in der sich Künstler gerade befinden. Und das fand ich schon sehr, 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 nicht nur erheiternd, sondern hatte halt auch so einen leichten nachdenklichen Aspekt. Das fand ich echt. Was ich besonders witzig fand, war, klar, die Comedians, die haben eigene Texte geschrieben, also La Signora, unbedingt ansehen, wer es noch nicht gesehen hat. Aber auch, ich fand es total spannend, dass eine Vanessa Habeck, die eine Südamerikanerin ist, die noch nie was in Deutsch gemacht hat und uns das Video in der deutschen Sprache geschickt hat. Also eine echte Herausforderung und das hat mich echt überrascht und fand ich super. Viermal habe ich mit der Go Music das Kastell in Sonsbeck gerockt. Viermal hintereinander, immer wieder in Sonsbeck im Kastell. Und wir fühlten uns immer sehr aufgehoben und sehr willkommen. Ein Dank schon mal an euch, die Organisatoren. Vor allem erstmal natürlich Heike und Olaf, durch die ich ja überhaupt nach Sonsbeck gekommen bin. Und an alle, die mitgeholfen haben. Heiko, Ludger, Jörg und wie sie alle heißen. Ich möchte sie gar nicht alle jetzt hier erwähnen. Das letzte Konzert, was wir gespielt haben, war, glaube ich, sogar echt in Sonsbeck. Und das war geil. Bei Sonsbeck Unplugged letztes Jahr im im Februar, glaube ich. Und das war geil. Und danach ging es ab in den Lockdown. Und seitdem haben wir so ein bisschen das Zeitgefühl verloren, glaube ich. Wir proben nicht, wir spielen keine Konzerte, wir üben nicht. Aber wer übt, kann auch nichts. Also von daher ist das auch egal. Und dann sind da noch die ganzen anderen Sachen, die wir nicht machen. Und von daher finde ich diese doch tolle und herzerwärmende Botschaft von euch, die mir durch den Martin Engling weitergeleitet wurde, finde ich einfach Wahnsinn. Ich erinnere mich gerne an eure ganzen Bemühungen. Ich war, glaube ich, insgesamt jetzt dreimal so ein bisschen bei euch. Einmal davon auf dem Workshop, den ich noch ganz, ganz toll in Erinnerung habe. Und was mir besonders an euch so gefällt, ihr seid bei dem ganzen Theater immer menschlich geblieben. Es wurde Essen und Verpflegung, bin mal kugelrund von euch nach Hause gekommen. Und man kann es nicht anders sagen, auch eine super Verpflegung, also von Bierchen über exzellente Weine bis hin zum Essen, was wirklich für jeden Geschmack alles geboten hat, egal ob es vegan, vegetarisch oder mit Fleisch war. Alles immer perfekt von euch vorbereitet. Ja, das Essen haben alle gelobt, ne? Sonsbeck, die Hochkultur der Kochkunst. Also ein Lob natürlich an unsere Wirte hier in Sonsbeck, an unsere Gaststätten, die uns da jedes Mal so toll beliefert haben. Und ihr seht, das kommt auch bei Musikern und bei anderen Künstlern sehr gut an. Sonsbeck, das Zentrum für Esskultur. Ja, also mein Eindruck war, ohne irgendwie den Künstlern was im Mund legen zu wollen, das ist natürlich, es sind Künstler, es sind Musiker, sie spielen Live-Konzerte, da ist natürlich so eine The Show Must Go On-Mentalität da, die da auch viel zudeckt. Man will dann auch, glaube ich, nach außen
zeigen, dass man die Situation meistert, dass man das schafft und auch hinterher wieder angreifen möchte. Ja, also was vor allem die Profimusiker uns einhellig geschildert haben, war ein Jahr ohne Einnahmen. Staatliche Hilfen, eher Fehlanzeige bei den meisten. Sie sind Freiberufler, sie haben halt kein Unternehmen und damit fallen sie ein Stück weit durchs Raster. Das muss man wissen und die leben halt davon, was sie vorher angespart haben. Mhm. Und das ist zum Teil natürlich total heavy. Jeder kann sich vielleicht vorstellen, ein Jahr ohne Einnahmen, das muss man erstmal schaffen. Wir haben auch entsprechende Videos bekommen oder auch Mails bekommen zu den Videos, die die Situation auch sehr drastisch geschildert haben. Von Wohnungsverlusten, von bis hin zu Depressionen, Bekannte, die Selbstmord begangen haben und. Also das ist ein weites Spektrum und hat uns auch echt betroffen gemacht und zeigt einfach, wie groß das Elend auch ist. Und da sollten wir vielleicht auch alle gemeinsam ein bisschen einen Fokus drauf setzen. Ja, ursprünglich war es vom Verein ja so geplant, dass wir ein festes Budget für diese Aktion bereitstellen, um den teilnehmenden Künstlern etwas ausschütten zu können. Im Nachhinein haben wir uns dann aber dafür entschieden, nachdem das so gut angekommen ist bei den Künstlern, dann auch wirklich einen kompletten Betrag jeweils von 100 Euro auszuschütten. Und da ja Künstler von den 100 Euro nicht sehr lange hinkommen und vielleicht für manchen jeder Euro wichtig ist, nochmal auch der Hinweis, kauft CDs bei denen. Das ist das, jeder Euro zählt gerade bei manchen und der reicht vielleicht dafür, dass eine Wohnung wieder weiter zu bezahlen ist oder sonst was zu tun ist. Kauft sie direkt bei Ihnen, kauft sie nicht bei Amazon oder Spotify. Guckt auf die Links, wir haben überall die Links dabei. Helft denen, jeder kann was tun. Also unser Link zu der Aktion auf YouTube ist www.son-kult.de/YouTube. Wie war der jetzt nochmal der Link? Ich kann mir den nicht merken.